Willkommen zurück bei Servus am Abend. Ja, Sie als geneigte Servus-TV-Zuschauer, Sie wissen ja, wir machen nicht jeden Blödsinn nur für die Quote. Das machen die anderen. Machen eh alle anderen. Wir bringen aber natürlich schon auch gerne Themen, die Ihnen gefallen, die uns gefallen, die einfach Spaß machen. Und genau so eins haben wir jetzt dabei. Es geht um 10 zuckersüße Babys. Ja. Wir waren bei einem Babyfotoshooting in Aschach an der Donau und das ist wirklich süß. Es ging rund im Verbund, es blieb kein Auge trocken und wohl auch keine Windel. 10 Darsteller, jeder einzelne zum Knuddeln süß, wie kleine Menschen eben halt so sind, ehe sie allzu sehr wachsen. Vorbereitung noch unmöglich, aber auch unnötig. Ihr kriegt jetzt alle von mir so eine Settingliste, wo oben steht, wann euer Kind wahr ist. Dina hat uns Anweisungen gegeben, was wir mitnehmen sollen und das, ja, da sie eh so kamerageil ist, sage ich jetzt mal, war es eigentlich naheliegend, dass wir da Fotos machen. Ein totaler Sonnenschein, sie lacht in einer Tour und brabbelt mittlerweile auch schon ganz fleißig. Ganz ein komplikationsloses, fröhliches Kind. Macht's uns leicht. Sie haben einen eigenen Kopf, das ist wichtig bei Kindern und den haben sie auch jetzt schon. Wir lassen sie einfach überraschen, was sie machen. Ab und zu machen sie das, was wir wollen, und ab und zu machen sie einfach nur das, was sie wollen. Dass die Kinder, wenn sie gerade bei Babys sind, dass vorher gestillt sind, dass sie müde sind, ne? Dann tut man sie leichter, dass man es fotografiert. Bei anderen wiederum, dass sie einfach ausgelaufen sind oder dass die Antworten jetzt lang sind, dass sie eine gewisse Ruhezeit haben. Ne? Sebastian ist mit 4 Jahren das älteste Model. Was da heute passiert? Weiß ich nicht so genau. Fotoshooting. Ja, vielleicht bist du ein großer Star? Ja. Oder? Vielleicht, gell? Grund für das Aufgebot war Christina Hosiner bzw. ihr Handwerk. Mit den Hauballen, die es für ihre Töchter Lore und Adele zu kaufen gab, war die Lehrerin unzufrieden und setzte sich selbst an die Nähmaschine. Meine Töchter haben beide eigentlich keine einzige Haube umlassen und habe einfach dann gesucht nach Hauben, die passen, nichts gefunden. Ich habe dann angefangen, dass ich Hauben mit ganz flachen Nähten nähe, die was weich sitzen, die was eben die Kinder gern oben lassen. So hat das dann angefangen. Und die Lore, die Kleine, die sabbert so viel, wenn sie dezent kriegt. Und ich wollte einfach nicht alle 10 Minuten Spucktücher wechseln. Jetzt habe ich Spucktücher genäht, die was hinten einen beschichteten Baumwollstoff haben, dass sie nicht gleich nass werden und dass sie eben trocken bleiben. Mittlerweile gibt's bei Christina auch Krabbeldecken. Die ersten Kunden waren Freunde und Verwandte. Mittlerweile betreibt sie einen kleinen Handel übers Internet und hat offensichtlich ihre Freude daran, Fotoshootings zu organisieren. Als Kindernarr würde sie sich nicht bezeichnen. Ich bin verliebt in meine Kinder, ja, das ist klar. Aber ich arbeite einfach gern mit Kindern, weil ich das einfach mag, wenn man mit einer wertschätzend arbeitet und wenn man einer was beibringen kann, was Vernünftiges, und wenn man sieht, dass da ordentliche Leute zuwachsen. Das gefällt mir einfach. Dafür haben die Jungmodels die nächsten Jahre Zeit. Jetzt sind sie mal vor allem eines, zum Knuddeln süß.